Auf die Seite mache ich die Container fürs Gas und dafür fürs Erz. Perfekto. Yep. So, und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal, weil man sieht ja da vorne den Extraktor. Dann schauen wir mal, ob wir das Kabel in die Richtung schaffen können. Wahrscheinlich wird es nicht hinhauen komplett, aber dann kann ich es ja immer noch verbinden, ne? Das heißt wahrscheinlich gleich wieder bauen nicht möglich. Ja, das ist okay. Das ist okay. So, da könnte ich es anschließen. Dann kann ich es da mit Sicherheit auch anschließen. Yes. Gut. Y, C. Dann kann ich das hier löschen. Und dann können wir das da löschen. Dann bekomme ich meine Metallplatte nämlich wieder. Ich bekomme meinen Sauerstoff wieder, den ich eingesetzt habe und so weiter. Und das Ding läuft. Kapazität erreicht. Alles klar, dann tun wir das halt mal raus. ja. Na ja, gut, es dauert ja nur eine Stunde, ne? Das ist... Doch das, dass ich ja mal kurz ausgelockt war. Ja, dann werde ich jetzt ja noch ein bisschen weiter sammeln, dass wir dann eben hier weitermachen können. Oder nein, wir machen Folgendes jetzt. Wir bauen uns gleich einmal unser Tor hierher, weil das müsste ich eigentlich hinstellen können. Hoffe ich. Zwei Kohlenstoff-Nanorohre, kein Thema. Können wir machen. Dann können wir nämlich schon mal hier ein Basis-Dingsbums hinmachen. So, das stellen wir jetzt halt einfach dahin, das ist egal. So, dann einmal Strom bitte. Das ist ja egal, das können wir da oben irgendwo hin anschließen. Ah, und die, das sind Blitze, das sind Blitze. Alter. Sturmkristalle kommen hier runter. Au. Moment. nicht den Minenlaser, das da. Moment, ich guck mal, ob ich da irgendwas sehe. Weil es zeigt ja immer an, ne? Wo die runterkommen. Aber... Hatte ich jetzt wirklich das Glück, nur einen einzigen hier landen zu haben? Weil es hat ja hier so einen Kringel angezeigt, ne? Liegt da vorne noch was? Ne. Schade. Schade. So, aber das Gute ist, wir können auf jeden Fall auch hier rüber. Können wir erst einmal raus. Wie heißt du eigentlich, Basis? Aikar Eodo. Okay. Was habe ich schiffmäßig noch einstecken? Nix mehr. Ich weiß. Es ist schön. Weil wir müssen nämlich die... Illegal, höchst profitabel. Die Federn, höchst profitabel. Wir haben die Relikte, yes. Ja, da kommt schon ein wenig was zusammen dann. Okay, es ist unsere Basis. Das heißt, ich kann jetzt halt, warte mal. Nee, ich sammle jetzt noch ein bisschen Ferrit. Ich möchte nämlich das Dach hier fertig machen. War das Ferrit, was ich gebraucht habe? Ja, ne? Wie viel kann ich denn bauen? Oh, jetzt kann ich 52... Alles klar. Moment. Dann lass uns mal da hochfliegen. Dann machen wir das nämlich jetzt halt mal. Dass wir das Dach hier noch zumachen. Nice. Ich mag das eigentlich schon, wenn ich Platz habe.
Und es müsste meines Erachtens so eine, wie soll ich denn sagen, so eine halbhohe Wand noch geben. Also nicht nur dieses Viertel, sondern wirklich eine halbhohe. Ich meine, klar, ich kann zwei Viertel übereinander setzen, habe ich auch eine halbhohe. Aber würde halt schneller gehen. So, zack, weil dann haben wir nämlich das Ding, ups, dann haben wir nämlich das Ding hier auch zu. Nice. Oh, das freut mich jetzt total. Wie viel kann ich denn davon noch bauen? 74. Dann kommt nämlich jetzt halt hier Folgendes. Ich mache hier nochmal Plattformen hin. Und zwar 3x3. Das müsste normalerweise reichen, dass ich den Dingsy hier noch hinstelle. Da. Den Roamer. Okay, Paraffinium fehlt mir und Metallplatten, alles klar. Aber hier würde ich dann quasi den Roamer hinstellen, dann kann man da nämlich auch immer kurz vorfahren. Ist jetzt ja nicht unbedingt das Sinnvollste, weil da vorne ist ja nix. Aber mal gucken, was wir alles noch machen. Genau, und da wollte ich eigentlich das auch machen, dass ich das Schiff hier parken kann. Deswegen geh mal nochmal rein in die Y-Ansicht. Wir können, was haben wir gesagt, bauen? Noch 65 kann ich noch bauen. Jetzt habe ich gedacht, ich bin schon auf dem Baumodus. Ich würde nämlich gerne mein Schiff natürlich vernünftig parken lassen. So, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz dich mal einfach wegstellen. Das ist ganz egal. So, und dann machen wir uns nämlich hier eine schöne Fläche. Dann verschwindet nämlich auch ein bisschen mehr der Stein. Ich würde allerdings gerne hier vorne noch dran setzen, weil sonst steht das Schiff immer so in den Felsen rein. Das mag ich auch nicht. So, wenn wir es jetzt so platzieren, dann schaut im Grunde das Schiff mit der Schnauze zu uns. Ja, ich denke, das passt. So, bitte einmal her. Und dreh dich. Jawohl, gut. Na, idealer Parkplatz. Ach, cool. Cool, cool. So, jetzt tun wir mal das hier noch weg. Ich weiß nicht, inwiefern es das draußen weghaut. Ich glaube aber nicht. Das ist, glaube ich, nur das, was innen drin ist. Ja, das ist nur das, was innen drin ist. Außen macht es gar nichts. Ja, perfekto. Dann habe ich genau das jetzt schon mal geschafft, was ich schaffen wollte. So. Also zumindest für den Anfang, ne? Hier innen kommen dann natürlich auch noch meine Lagercontainer hin. Und genau, dann mache ich jetzt erst einmal eine kleine Kaffeepause, weil die brauche ich jetzt unbedingt. Moment, dich verstelle ich noch ganz kurz. Dich stelle ich hier neben die Tür, weil es nämlich egal ist, wo du stehst. Hauptsache, du stehst hier irgendwo. Zack, so. Und, jawohl. Perfekto. So, halt, ich habe den Speicherdingsbums auch noch. Den habe ich von vorne geholt. Dann kann ich dich jetzt halt einfach hier daneben stellen. Und wenn wir in die Anomalie gehen, ich muss unbedingt gucken, dass ich Lampen besorge. Weil ich habe keine Lampen beim... Ich habe nur diese dummen Stehlampen und die bringen halt gar kein Licht, ne? Wo seid ihr? Da. Diese Stehlampe mit Schirm, die hat so gut wie nix. Die kann nix. Schließen wir mal damit an. Da, das ist Funzel. Es gibt diese großen Ringe, die sind toll. Die sind wirklich toll, die Ringe.
So, wir können hier, ja, das auf jeden Fall hinmachen, weil das mag ich nämlich auch immer nicht, dass man die Kabel sieht. Das machen wir jetzt halt mal hier drüber. Ja, machen wir in die Mitte hier. Genial. Genial, gefällt mir. Na gut, mache ich ein kleines Kaffeepäuschen. Bis gleich. So, ich habe nicht allzu viel abgebaut. Ein paar Sachen auf jeden Fall. Aber ich dachte mir, wir schauen jetzt mal ein bisschen uns um. Unter anderem gibt es ja hier vorne ein unbekanntes Gebäude, was wir auf jeden Fall uns mal jetzt angucken werden. Ich glaube, das habe ich gerade vorhin schon leer gemacht. Ja, produziert noch, oder? Ja, ja. Gut, in einer halben Stunde. Ja, ich war gerade da. Das andere Ding habe ich leider noch nicht leer gemacht, aber das macht doch nichts. Es läuft ja nicht weg. So, ich sehe hier immer wieder Schiffe fliegen. Also ich vermute mal, dass es irgendwo in die Richtung oder in die Richtung einen Händler gibt. Also einen Handelsposten gibt. Muss man wirklich mal schauen. Werde ich mal suchen mit dem... na, ihr wisst schon. Was laberst du? Signalbooster. So. Jetzt gucken wir aber erst einmal, was das da ist. Also hier gibt die unterschiedlichsten Stürme, habe ich schon festgestellt. So, schauen wir mal, was es hier gibt. Wir werden hier auf jeden Fall Sprache lernen. Uraltes Wissen, mehrere Generationen. Okay, Hilfe bei der Sprache. Man wissen über die Ligen wächst. Das Wort für und. Ein ganz, ganz wichtiges Wort. Oh, dich habe ich noch gar nicht. Siehst du mal, ich hau die ganze Zeit hier Steine weg, noch ein Löcher. Den habe ich. Was immer lustig ist bei solchen Steinen hier, da kann durchaus mal so ein Krabbenviech oder sowas drin stecken. Das ist auch immer ganz lustig. Vor allem, ich erschrecke mir jedes Mal so dermaßen, wenn ich diese Steine abbaue und plötzlich hüpft das Ding nach oben und läuft weg. So, was haben wir noch? Wir haben da vorne eine Kupferansammlung. Da hätten wir ein verborgenes Modul. Ich hab schon ein paar ausgebuddelt, weil ich ja mit euch dann auf die Anomalie noch möchte. Und da ein bisschen was kaufen. Weil mir fehlen Bauteile, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Die ich auf jeden Fall noch kaufen möchte. Und ich möchte auch wegen den Rezepten nochmal gucken. Weil ich meine, das ist klar, das Zeug, was ich jetzt halt hier abbaue, das ist selber nicht sehr viel wert. Aber da geht es mir halt echt um die... Ich bin schon wieder blind, ne? Wahrscheinlich stehe ich genau drauf. Es ist faszinierend. Ich reiß mir irgendwie solche Dinge an. Und dann sehe ich sie plötzlich nicht mehr. Weiß nicht, ob es euch da genauso geht. Wenn ich dann halt draufstehe, ne, dann sowieso. Und zack. Wie viel kriegen wir? Eins. Zwei. Okay, zwei. Haben wir schon mal zwei. Das ist doch gut. Jetzt gucken wir mal noch. Es gibt ja noch mal Gebäude. Da vorne ist ein Wissenstein. Monolith. Okay, dann würde ich sagen, wir hüpfen jetzt mal hier zu diesem vergrabenen Technologiemodul. Oh, das mag ich immer gar nicht, wenn ich nicht vorwärts komme. So mag ich es ja wohl. Weil dann haben wir nämlich nochmal einiges mehr von diesen Modulen und können dann richtig einkaufen. So. Der Monolith war da vorne. Da haben wir nochmal ein unbekanntes Gebäude. Dann würde ich sagen, gehen wir unbekanntes Gebäude und wenn wir dann in Richtung unserem Schiff schauen, dann müssten wir eigentlich an den Monolithen vorbeikommen. Weil der ist jetzt 350 Meter weg, das ist 500 weg, ja.
Das sollte schon passen, hoffe ich. Ach, und wieder dieser Jump. Geht euch das auch so? Das ist ein Modul, was das bewirkt. Lebenshaltung. Oh, mein Schild, ne? Sehe ich gerade. Gucken wir mal, was das ist. Ups, da ist... Also wenn ich es genau vor der Nase habe, dann hole ich es mir aber extra hin. Gehen tue ich immer nicht bei den Teilen. Weil es liegen halt sehr viele rum und nichts, oder? Doch, tatsächlich mal was drin. Gleich das nächste. Runen. Ich kann nicht halten. Die Dinge müssen zerfallen in ihre Endlosigkeit. Okay. Mein Wissen der Wüken wächst. Achso, Ansehen verbessert. Aber Sprache habe ich jetzt nicht gesehen. So, ah ja, genau. Dann haben wir genau hier dieses Teil. Und dann haben wir ja da unsere Basis. Da mag ich immer die Planeten sehr gerne, die ein bisschen geringere Schwerkraft haben. Weil man kann richtig weit fliegen dann mit dem Jetpack. So. Hallo? Manchmal mag es nicht, ne? Jetzt. Ich schaue bloß immer ungern direkt in dieses Licht rein. Das ist ekelhaft grell irgendwie. Von. Und. Nicht. So, dann haben wir hier noch. Gucken wir mal. Der Wien, ne? Verbrennen und. Lege meine Handfläche auf den Monolith und gehe dann einen Schritt zurück, als er darauf zu schmelzen beginnt. Geschmolzener Fels tropft von dem Stein und enthüllt einen hohlen Innenraum. Im Inneren sehe ich unvorstellbare Reichtümer, uralte Technologien und andere Dinge, die mir bei meiner Reise behilflich sein könnten. Plötzlich erschüttert die Stimme eines uralten Stamms den Boden, auf dem ich stehe. Hineingreifen. Die Lava steigt auf, flüssiges Gestein greift nach meinem Exo-Anzug. Die Zeit verlangsamt sich, ich spüre, wie ich brenne. Es gibt keinen Kommen, ich bin im Untergang geweiht. Ich schließe meine Augen, als ich sie wieder öffne, ist das Gebäude wieder aufgebaut und das flüssige Gestein erneut fest. Ich spüre einen heißen, wütenden Wind. Na gut, dann habe ich es jetzt halt hier versagt, ne? Ah, ist egal. Ist wurscht. So, wo ist mein Haus? Da. Ja, ich möchte mal den Scanner schnell verwenden. Ganz kurz. Hier Signalbooster. Neue Strukturen ordnen. Ihr wisst schon. Da vorne ist irgendwie ein unbekanntes Gebäude anscheinend. Vielleicht ist das dann Handelsposten. Ich weiß es nicht. Trümmer. Trümmer ist auch in Ordnung. Ist eigentlich immer alles in Ordnung, was man finden kann, ne? Was hast du mit Platz eigentlich? Weil ich möchte mich dann nämlich mal entleeren. Und vor allem möchte ich mit euch mal kurz durchs Tor hüpfen. Oh ja, doch. Da ist schon was zusammengekommen. Jetzt haben wir über 100. Warte mal, schau mal, ob du da noch irgendwo welche hast. Die kannst du dann gleich ausbuddeln. Vergrabene Mineralieninformation. Moment, da brauche ich, glaube ich, den Minenlaser. Nein. Doch. Leuchtendes Mineral, wunderbar. Na, irgendwie wäre es schon cool, wenn es einen Handelsposten in der Nähe gäbe,
Weil ich möchte den Ding noch aufbauen, den Roamer. Ups. Mit euch will ich eigentlich nichts zu tun haben, wobei es wahrscheinlich auch interessant wäre, so ein Haustier zu haben, oder? Aber ich kenne mich, dann fliege ich wieder zu hoch, weil ich die Steuerung einfach nicht kapiere. Hier reinhalten, wobei ich natürlich wesentlich mehr normales Ferrit brauche. Ferrit und Dioxid ist schon in Ordnung. Okay, da steht jemand, der anscheinend Hilfe braucht. Bevor ich mit dem Quatsch, werde ich auf jeden Fall dann erst einmal hier das Speichersignal aktivieren. Zack, rein damit. Da kann ich dann gleich wieder mal ein bisschen Metall durchlaufen lassen. Ja. Wir speichern. Servusler. Körper ist Eindringling ich, der von ich. Im Gegensatz zu seiner Artgenossen bemerke ich wie Rekrut Equingo. Nicer Name. Kein gewalttätiges Verhalten. Die Lebensform bewegt sich langsam fast schon traurig, als würde sie eine schwere Bürde mit sich herumtragen. Ich habe das Gefühl, dass sie alleine sein möchte. Okay, nee, dann kein Thema. Dann hole ich mir den Schleim. 39 Naniten, okay. Ja. Nee, dann lasse ich dich in deinem Elend. Achso, das sind die Trümmer. Jetzt habe ich mir schon gedacht, ha, noch ein Gebäude. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir dann gleich zurück. Und dann werden wir da noch ein bisschen weiter basteln. Weil ich muss unbedingt die Container noch hinstellen. Weil ich mache doch, wenn ich Pause mache, immer wieder mal länger als eine Stunde Pause. Und dadurch geht mir natürlich extrem viel verloren. Die anderen Basen, die sind mittlerweile schon wieder übervoll, weil ich seit bestimmt 4 Tagen jetzt auch nicht mehr dort war. Ich habe nochmal den Kommentar gelesen, ich solle doch die Stadt aufbauen. Also es dauert zwar dann Ewigkeiten, aber es macht trotzdem genauso viel Spaß oder mehr sogar, als jetzt dann extra nochmal eine neue zu suchen. Ich werde mir das überlegen. Ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich werde mir das auf jeden Fall überlegen. So. Da ist das, da ist das. Naja, gut. Da hätte ich auch ein bisschen nach vorne stürmen können, ne? Bei 20%, ja. Oh, Atrium. Also Ferrit gibt hier massig. So viel kann ich sagen. Aber das sieht man ja auch hier mit den 100.000 Steinen, die da rumstehen, ne?